Rostock ist für viele Touristen ein beliebtes Urlaubsziel, aber für viele auch Heimat. Jeden Tag spazieren Bewohner wie auch Touristen durch die Straßen und hinterlassen dabei ihre Spuren. Aber es werden auch des Öfteren Vorschläge zur Verbesserung der Stadt gemacht, wie zum Beispiel neue Fahrradstellplätze oder das Erneuern von Ampelanlagen. Dabei ist es nicht immer leicht zu erkennen, an wen man sich mit seinem Anliegen wenden sollte. Wie zum Beispiel unsachgemäß abgeladener Müll. Ist dafür das Umweltamt zuständig oder die Stadtentsorgung? Die Lösung bietet in Rostock die Plattform klarschiff.hro. Die Plattform ist eine Initiative des Katasteramtes mit dem Ziel, die Verschönerung der Stadt für alle schnell und einfach zu gestalten. Vor allem in der Touristensaison. Mit den Touristen ist das wirklich so natürlich, dass es halt in der Stadt, sag ich mal, im Sommer ganz besonders zusätzlichen Müll gibt. Das ist einfach so, mehr Menschen, mehr Müll. Da reagiert die Stadt auch drauf. Das heißt, es gibt zusätzlichen, die Stadtentsorgung wird aufgestockt. Aber ansonsten ist es, glaube ich, so ein Geben und Nehmen. Also auch Touristen wollen ja eigentlich nicht die Stadt zumüllen, sondern wir wollen ja eine schöne Stadt sehen. Und ich denke nicht, dass sie sich grob fahrlässiger verhalten als irgendwie Rostocker oder sowas. In dem Fall des unsachgemäß abgeladenen Mülls ist das Umweltamt der Stadt Rostock zuständig. Den ganzen Tag kümmern sie sich um Meldungen von Bürgern und Bürgerinnen, aber auch so manchem auf der Durchreise, dem etwas ins Auge gefallen ist. Sie rücken mit dem Klarschiff mobil aus. Für den Bürger ist es sicherlich einfacher geworden. Und dadurch, dass das vielleicht jetzt nicht mehr so viel von einem zum anderen zuständigkeitshalber weitergeleitet werden muss, ist es natürlich auch effektiver, wird schneller bearbeitet, weil es schneller beim richtigen Bearbeiter ist. Die Plattform baut besonders in der Sommersaison auf viele Meldungen aus der Bevölkerung, um nicht nur den Touristen, sondern auch den Anwohnern eine schöne, saubere und umweltfreundliche Stadt zu bieten. Dank der Meldung eines aufmerksamen Bürgers landet der abgeladene Unrat schnell auf der Ladefläche des Klarschiff-Mobils. Und dann geht's auch schon weiter zur nächsten Station. Übrigens trägt auch ein bewussterer Umgang mit Müll zur erheblichen Verbesserung des Umweltschutzes bei. Also beim nächsten Mal genauer zielen.